habe den besten Job, den es gibt. Also ich meine, er ist wertvoll, was ich mache. Ich habe jeden Tag lustig und es ist so viel Empathie von diesen Lernenden da. Und ich finde es einfach, ich finde es wahnsinnig wertvoll, was ich machen darf. Also mein Name ist Nina Vögeli. Ich bin Abo-Lehrerin an der Berufsschule Bülach und neben dem Abo-Unterricht gebe ich auch noch Lesetraining. Zu mir kommen vor allem Jugendliche, also Lernende, ins Lesetraining und in das Coaching, die Mühe haben mit dem Lesen, die Mühe haben, sich korrekt richtig auszudrücken. Aber wirklich vor allem einfach, die Mühe haben mit dem Deutsch, mit dem Lesen und oftmals halt auch nur sehr wenig Deutsch können. Diese Position als Coach ist wirklich, sind so Erfolgserlebnisse, wenn ich einfach merke, dass sie da sind und finden so, wow, oh, mega cool, ah, das kann man auch so anschauen, ah, es gibt ein Stichwortverzeichnis, ah, oh, mega cool. Und dann treffe ich sie irgendwie wieder auf dem Gang und sie kommen so, verfügen, ich habe heute etwas im Stichwortverzeichnis gefunden. Und das ist einfach unschön. Ja, ich finde es sehr wichtig, dass man als Sprachcoach wirklich auf Augenhöhe ist. Also das Coaching für mich für Sprache und fürs Lesen ist, dass ich ihnen einen Zugang geben kann, wie sie Freude bekommen können, etwas zu lesen und dann wiederzugeben. Und dafür halt Strategien entwickeln. Weil die Jugendlichen haben zwar wahnsinnig guten Zugang in den sozialen Medien, aber recherchieren oder auf die Idee kommen, das könnt ihr jetzt googeln, das ist oftmals nicht so vorhanden. Der Florent war wirklich ganz ein lässiger Lernender in diesem Coaching, der jetzt schon vorbei ist jetzt mit ihm zusammen. Er hat wahnsinnig gut mitgemacht und wirklich Freude gehabt. Ist auch immer einer von den Schnelleren gewesen. Und dann kommen jetzt immer noch Zusatzaufträge über, was man Sachen recherchieren, einfach, dass das auch immer mehr gefördert wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Match verpasst habe, habe ich früher einfach nur auf die App geschaut. So, was wäre rote Karte oder so zum Beispiel bekommen. Aber heute schaue ich einfach so auf die Zeitung halt, was genau passiert ist, wie das passiert ist und alles. Ja. Und ich muss jetzt zum Beispiel eine Textaufgabe machen. Früher war ich langsam mit dem und jetzt bin ich auch viel schneller geworden mit den Tricks, die Frau Vögeli uns alles erzählt hat und gezeigt hat. Sie hat auch viele Sachen gesagt, die wir halt wissen müssen für Lesen und alles. Und eigentlich war sie auch immer sehr nett zu uns. Und hat uns immer, ist eigentlich behilflich immer gewesen. Also das erste Thema ist ja Zeit. Es ist am 25. Elter, also 22. Also heute um 11 Uhr. Mhm. Der Ort war in Ahmed bin Ali Stadion. Das wäre dort im Katar. Und die Personen wären, also keine Person.